Da sind wir schon. Hallo, ich bin Adam Kirbas hier im neuen Jahr, im neuen Millennium. Wir sind hier in der Türkei. Es ist der 1. Jänner im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Ja, okay, feiern war ohnehin nicht drin jetzt mit dem Lockdown. Ich hoffe, dass es jedem gut geht. Ich hoffe auch, dass ihr alle gesund seid. Heute in Deutsch. Gestern habe ich in einem Neujahr noch auf Englisch gesprochen. Also es war doch ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr. Es war vieles, ja, vieles hat hingehauen, vieles nicht. Wie dem auch sei, ich wollte etwas über das reden, etwas über das neue Jahr sagen. Also es ist nicht viel versprechend. Jetzt gerade ich sehe aus dem Fenster in Türkei und es ist grau, es ist bewölkt, es ist etwas nebelig. Ja, das ist der erste Tag des neuen Jahres. Nichtsdestotrotz sind wir doch sehr zuversichtlich. Und wegen dem ist alles sowieso in Hinsicht. Ich glaube, wir werden etwas hingehen müssen. Wie dem auch sei, also es war ein ereignisreiches Jahr, sicherlich durch den Covid gezeichnet. Der Covid hat oder die Pandemie hat eine zentrale Rolle. Die Pandemie hat alles dominiert. Wir wussten es immerhin und von Anfang an auch. Also von dem wird es wohl nicht mehr kommen. Also es ist in der Früh in der Türkei leider. Leider geht es nicht anders. Also es ist nicht sehr gut für Live-Aufnahmen. Das Problem ist, ich habe es auch immer wieder gesagt, das Problem hier in Türkei ist, dass eben die Toten über den Lautsprecher annonciert werden, was in der Pandemie etwas dämlich ist. Nichtsdestotrotz, und das geht so teilweise den ganzen Tag so dahin. Also für die Psyche ist es bei weitem nicht etwas Positives. Und das fängt meistens immer um 9 Uhr an. Also im 9 Uhr hören wir dann die ganzen Toten oder was die gemacht haben und was nicht. Und deswegen haben wir nicht viel Zeit für Live-Aufnahmen oder dass man Live-Aufnahmen zu gewisser Zeit macht. Oder man kann eigentlich nur eine Live-Aufnahme jetzt machen, ohne immer wieder durch das Piepsen des Lautsprechers gestört zu werden, weil es ansonsten geht es einfach nicht mehr. Wie dem auch sei, also ich wollte nur kurz über das Jahr reden, was doch sehr ereignisreich war, was doch sehr gut war. Naja, gut in dem Sinne, ich habe eigentlich sehr viel geschafft, also sehr viel geschrieben. Das hätte ich nie in Österreich geschafft, das weiß ich schon. Also in Österreich, das ist doch Welten. Also ich bin hier schon seit fast einem Jahr in Türkei. Davor war ich in Österreich und ja, es sind schon anders. Und die Pandemie willst du ja doch nicht in einem Land verbringen, das dich nicht als Mensch sieht. Ganz im Gegenteil, in einem Land, wo du nichts anderes als ein Mensch zweiter Klasse bist. Das ist ja auch nicht etwas, was du tun willst, machen willst und dergleichen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die Pandemie in Türkei zu verbringen. Das ist sicherer von meinem Standpunkt aus. Das ist alles, ja, es ist alles nicht einfach. Also wenn man Migrant ist, in Österreich ist man doch Mensch zweiter Klasse. Man wird auch so behandelt. Also es geht, und dort muss man schon auch etwas auf sich aufpassen.
passen. Und die Pandemie hat das ja auch immer wieder bewiesen, davor und auch danach. Und es gilt dann schon auch, auf sich aufzupassen, weil das ist alles nicht einfach. Viel geschafft, das ist das Stichwort, viel ist gegangen. Der Gedankenprozess oder auch das, was man irgendwie schafft, da braucht alles seine Zeit. Also Entwicklung braucht alles seine Zeit, jeder weiß das. Und auch Vorsätze hat man, will man, kann man. Nur ich habe eben dieses Jahr eigentlich gelernt, dass man sich bei der Entwicklung Zeit lassen muss, persönliche Entwicklung, das Gute. Gut Ding will Weile haben, also dass man nicht irgendeine Entwicklung irgendwie erzwingen darf, sondern dass man sich langsam entwickelt und dann hat man schon oder sieht man erste Ergebnisse. Das war meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Also erste Ergebnisse, die sind auch generell sehr wichtig in deinem Selbstvertrauen als Autor, in deinem Selbstvertrauen auch als Künstler. Du musst ja dein Selbstvertrauen als Künstler nährt sich ja daran, was du schaffst und nicht, was du in deinem Kopf hast oder was du dir vorstellst. Und es geht ja auch darum, egal ob du Zeichner bist, egal ob du Maler bist, egal ob du Schriftsteller bist, entscheidend ist, ob du es auf Papier bringen kannst, entscheidend ist, ob du es machen kannst, vollbringen kannst. Und das war ja auch immer eine Sache und das ist ja auch immer so eine Sache. Also jedes Mal, wenn du Schreiben anfängst, jedes Mal, wenn du irgendwas machst, generell auch, das hat nichts mit einem Künstler zu tun, das hat auch mit jedem anderen zu tun. Ganz gewöhnliches Leben, ganz gewöhnliche Menschen und jeder hat Ideen, jeder hat Vorstellungen, aber diese Vorstellungen dann wirklich zu verwirklichen, es machen zu können, das ist etwas anderes. Also Ideen zu haben ist eine Sache, das Verwirklichen ist eine andere. Oder es auf Papier bringen, konkretisieren und irgendwas zu erreichen, das bedeutet doch, muss man schon sehr viel Selbstdisziplin und auch Willen haben. Also, und auch einkalkulieren, dass man scheitert. Das ist auch sehr wichtig. Also Scheitern ist menschlich wichtig, so dass man von diesen Sachen lernt. Also jeder hat eine Angst zu scheitern. Und ich denke, wenn dann der Moment erreicht ist, wo du dir sagst, ja, mir ist eigentlich egal, was passiert, mir ist egal, also ich möchte irgendwas erreichen oder nicht irgendwas, aber mir das Scheitern ist mir egal. Und wenn dein Mut und dein Wille deine Angst zu scheitern überwindet, dann schaffst du erst, dann wirst du erst wirklich zum Künstler und dann wirst du auch erst etwas erreichen können, wenn dir klar ist, dass Scheitern, auch wenn du scheiterst, es würde dir nichts ausmachen. Es ändert nichts an dir. Du wirst nicht abgestempelt. Du bist deswegen nicht blöd, dumm oder sonst irgendwas, sondern es ist Teil von dir. Und das hast du ja auch als Autor. Also wenn du Bücher schreibst, wenn du, ich weiß nicht, malst, was auch immer, komponierst, Musik komponierst, dann weißt du ja etwas. Manchmal gelingen Sachen und manchmal gelingen sie nicht, aber wichtig ist, dass du immer weiter gehst, weiter daran arbeitest, weiter dran rüttelst und dich auch verbesserst, denn jede Arbeit, jedes Mal, wenn du vorangehst, du verbesserst dich als Mensch, du verbesserst dich auch als Leben in deiner Einstellung, du hast mehr Erfahrung und auch Erfahrung bedeutet auch Erfahrung mit Misserfolgen zu haben. Also das ist auch ein Teil deines
Charakters. Das bildet deinen Charakter, wenn du verstehst und wenn du auch mit Dingen leben kannst, mit Misserfolgen leben kannst. Und die sind auch Teil von dir. Das sind deine Ecken und Kanten, die deiner Identität als Mensch auch so eine Art etwas Besonderes geben. Jeder Fehler, aus dem du lernst. Und das hat mich natürlich sehr viel gekostet, das einmal zu lernen, das zu verstehen, denn jeder will alles perfekt machen, weil wir sind irgendwie so erzogen worden, immer und perfekt zu funktionieren, immer das Beste herauszuholen. Jedoch, das ist nicht möglich. Du bist kein Roboter, du bist nicht irgendwie weit davon entfernt, nein. Sondern Fehler und Irren ist menschlich. Man muss da auch über die hinausgehen und um sich zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass die Leute, die etwas in ihrem Leben vorhaben, also ganz besonders jetzt in der Pandemie, hat ja jeder auch gelernt, wie schnell es gehen kann. Also du bist in deine Wohnung eingesperrt. Es kann dich jeden Moment erwischen. Du könntest der Nächste sein. Wir wissen es ja nicht. Für manche ist Covid, dieser Coronavirus ist für manche sowas wie eine Erkältung und für andere ist es schon eine schwere Lungen- oder ist es schon der Tod. Also du weißt nicht, also es ist fast schon wie in einem Lotterie, in einem Glücksrad. Und wenn du der bist oder wenn du zu jenen gehörst, denen Covid nichts ausmacht, die ohne weiteres infiziert werden können, ohne dass sie in die Intensivstation kommen, dann bist du eigentlich schon glücklich, solltest du dich glücklich schätzen, weil das ist doch sehr selten, wenn man nur bedenkt, weltweit, wie viele Millionen schon gestorben sind. Also das sollte man auch nicht vergessen. Und in dieser Hinsicht hat dich ja auch das ganze Sterben, die ganzen Menschen sollten dich auch eines lernen, und das ist, dass dein Leben endlich ist, dass du, wenn du dir gesagt hast, ja, warten wir noch etwas, oder wenn du immer schon einen Plan hattest, eine Idee hattest, etwas verwirklichen wolltest und das immer zurückgeschoben hast, weil du Angst hast, weil du dir das nicht zugetraut hast. Jetzt in der Pandemie solltest du eigentlich da schon aufwachen und sagen, ja, es ist eine sterbliche Welt, ich könnte morgen schon tot sein, ich könnte auf der Intensivstation liegen und nie wieder aufwachen. Und dann solltest du eben diese Angst überwinden mit einer anderen Angst. Du könntest hier von dieser Welt gehen, ohne etwas erreicht zu haben, ohne deine Ideen und Pläne verfolgt zu haben. Und das sollte jedem auch zu bedenken geben. Also es ist, die Pandemie hat sicherlich sehr viel Frustration. Also sie sind sicherlich sehr frustrierend. Du bist eingesperrt. Du kannst dein Leben nicht mehr so wie davor leben. Das ist alles verständlich. Das ist auch alles erschwerend hinzu. Also das geht jetzt schon, das ist jetzt das dritte Jahr der Pandemie. Also wir haben so viel verloren, also von unserem normalen Leben, diejenigen, die das noch gehabt haben, also einige, die davor schon nie so wirklich auswärts gegessen haben, werden sagen, ja, mir egal, aber nichtsdestotrotz diese Einschränkungen, und es ist nicht ganz klar, wann das alles endet, das sollte dir schon darüber im Klaren sein oder dir das Verständnis geben, dass du eben in deinem Leben auch etwas erreichen sollst, musst und auch dafür kämpfen solltest. Also du bist sterblich und jeden Moment zu nutzen, carpe diem, nutze den Tag. Und es ist alles natürlich nicht einfach. Also diese Pandemie
jetzt mit dieser ganzen Wirtschaftslage, das ist auch sehr psychisch sehr belastend. Das ist verständlich, für jeden. Ich habe gestern über die Impfpflicht geredet und dass ich dagegen bin. Ich möchte das heute nicht nochmal machen, jetzt in Deutsch. Einige Sachen braucht man nicht immer und immer wieder vorsagen. Nichtsdestotrotz, es ist verständlich, dass man jetzt erschöpft ist, jetzt geht das in die dritte Jahr. Und viele wissen auch nicht, wie das mit der Zukunft sein wird, also mit dem Job. Also es haben sehr viele den Job verloren. Wir wissen jetzt, es ist ganz klar, du weißt jetzt, dass nach diesen 2 Jahren, 2,5, 3 Jahren, die Gesellschaft wird sich verändern, gravierend verändern, so wie wir essen, so was wir machen und dergleichen. Vieles wird vielleicht nicht mehr so sein, wie wir es vorstellen oder wie wir es noch erkannt haben und. Das sind alles so Sachen, worüber man auch nachdenkt, was auch einen belastet. Ganz besonders, wenn man, was weiß ich, Familienvater ist, wenn man auch für andere sorgen muss oder auch wenn man normal ein Single ist, da fragt man sich auch, ja, was ist jetzt meine Zukunft, wie geht es jetzt in meiner Zukunft weiter, was mache ich jetzt und dergleichen. Das spielt auch eine große Rolle und das auch sehr erschwerend noch hinzu, was machen wir jetzt, wie geht das alles weiter. Und ja, es ist nicht einfach. Es war auch ein sehr schwieriges Jahr, weil wir auch geglaubt haben, wenn man wieder nach dem ersten Jahr der Pandemie hat ja auch jeder geglaubt, ja, das zweite Jahr, dann ist alles vorbei. Ein Jahr ist schon lange genug, ein Jahr mit Lockdown und alles und dann ist alles vorbei. Und jetzt ist schon das dritte Jahr, das ist frustrierend, jetzt haben wir. Und es ist auch verständlich, dass irgendwelche Leute sagen, ja, jetzt muss das irgendwo ein Ende haben. Und wenn wir und das muss doch irgendwo jetzt mal Ende haben. Und wo man dann auch sagt, und das ist auch wieder verständlich, ja, es tut mir leid, dass einige Leute dran sterben, aber wir müssen jetzt die Wirtschaft aufmachen. Es tut mir leid, dass es einige erwischt. Ja, das ist hart, das ist auch kaltherzig, aber es ist verständlich und man sollte auch niemanden aburteilen, verurteilen. Also wenn Leute sagen, es sind gewisse Leute, die ungesund leben. Ich war selbst jahrelang Kettenraucher. Ich weiß das. Also es sind Leute, die ungesund leben, die einen ungesunden Lebensstil haben, die auch sich ungesund ernähren und dergleichen. Ja, die erwischt es ja auch. Die erwischt es ja auch. Und das ist auch verständlich. Also ich will das nicht herabtun. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles recht ist, denn ein gesunder Lebensstil und dergleichen. Das ist eine lange Diskussion, über die man hier nicht reden kann. Nur eins ist klar, dass man sich über den Frust der Menschen nicht hinwegsetzen kann. Das ist verständlich. Man will dem ein Ende haben. Das soll einfach nicht mehr weitergehen. Und dass einige dann der Meinung sind, ja, was ist schon dabei? Ja, wir müssen eben einen Kollateralschaden zahlen. Wir müssen eben, einige Leute werden eben daran glauben müssen, ja, aber wir können uns nicht alle gleich darauf opfern. Wir können nicht jetzt gleich alle die ganze Wirtschaft lahmlegen, nur weil es eben ein paar erwischt und dergleichen. Ja, es wirkt so kaltherzig, aber es spricht auch eine Frustration der Menschen, dass man sagt, ja, jetzt ist auch einmal genug. Ja, jetzt ist schon 3 Jahre, jetzt ist schon das dritte Jahr und eine Mutation nach der anderen und ein Ende ist nicht Sicht und das sieht alles nicht gut aus. Also man sollte doch niemanden verurteilen, man sollte doch niemanden da herabsetzen. Das ist erschöpfend, das ist zermürbend und auch teilweise auch sehr viel Ideologie spielt damit, also sehr viel gesellschaftliche, sehr viel Politik wurde da hineingebracht, was eigentlich nicht hineingebracht gehört und was nicht hineingehört, was nicht hätte gemacht werden sollen. Das ist eben das Traurige eben an dieser Sache. Jetzt sind wir eben dort, wo wir sind. Es wird sich auch nicht viel ändern, es wird nur die Stimmung dann im Land vergiften, innerhalb der Gesellschaft vergiften. Dergleichen.
Ja, aber wir reden eigentlich nur mehr über den Covid, also wir reden nur mehr über den Coronavirus. Es gibt kein anderes Thema mehr. Alles andere ist irgendwie nebensächlich, alles andere ist irgendwie zweitrangig. Also dieser Covid, die Pandemie ist das alles, ist das Dominierende. Also vieles von dem eh nicht passiert, weil auch Neuwahl, neue Politiker, alles wird irgendwie dann gemessen, was im Zusammenhang zur Pandemie, im Zusammenhang zum Virus und dergleichen. So von dem her ist eigentlich nicht viel passiert. Also wir drehen uns immer noch um den Virus, wir drehen uns immer noch darum, wir drehen uns, es geht eben nichts anderes als um diesen Virus. Und das ist erschöpfend. Es ist verständlich. Und ja, es ist auch schwierig in dem Sinne. Also es war für mich auch schwierig. Also hier, du kannst auch hier in Türkei, also mit der Inflation, dass auch die Wirtschaft wirtschaftlich ist sehr angeschlagen. Also die Wirtschaft hat da sehr einen großen Schaden genommen jetzt mit den steigenden Preisen. Aber im Supermarkt ändert sich fast jeden Tag die Preise und jetzt auch wieder die Lira ist wieder gefallen. Also es hat alles so sehr viele Problematik in sich. Also, und es ist ja auch nicht in der Türkei der Fall, es ist auch in den USA Inflation. Jetzt kommt das auch noch hinzu und das passiert auch alles und es ist alles sehr, sehr schwierig. Wo endet das? Also, wo endet das? Wird eine Impfpflicht das beenden oder wird es nicht? Oder werden wir wieder Mutationen uns mit Mutationen abgeben müssen? Schwierig. Es ist wirklich schwierig und es ist schade. Wie dem auch sei, also ich hoffe natürlich, dass sich jeder auch persönlich gewachsen hat, weil ich denke schon, dass in der Pandemie, es ist ein Leid, aber ich generell, also wenn man zu Hause ist und im Lockdown ist, das Wichtigste ist, dass man sich beschäftigt hält. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Also wenn man nur zu Hause sitzt und nichts macht, dann wird einem extrem langweilig, man dreht durch und dergleichen. Also es ist wirklich produktiv zu sein, sich irgendwie beschäftigt zu haben. Jetzt ist eigentlich die Zeit, in dieser Pandemie auch persönlich zu wachsen. Ich weiß schon, das ist immer einfacher gesagt als getan. Ganz besonders mit den Leuten, die das Glück hatten, eine Arbeit zu haben, mit dem sie sich identifizieren konnten. Also wenn du eine Arbeit hattest, die du gern hattest, die dir auch einen Sinn gegeben hat, ist es auch verständlich, wenn die abhanden gekommen ist, dass deine Lebensstruktur auch abhanden gekommen ist, dass du Schwierigkeiten hast, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das ist alles verständlich. Und auch, ja, es ist auch nicht einfach, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Zeit, wo man auch über sich selber wachsen kann, neue Hobbys entdecken kann. Kann es sich wirklich auch beschäftigen und nicht die ganze Zeit daran denkt, nicht, dass man etwas machen muss, soll oder irgendwie, dass das Leben jetzt aufgehört hat. Denn so wirkt es ja auch. Jetzt wirkt es irgendwie so, dass alles irgendwie gestoppt ist, dass alles irgendwie aufgehört hat und wir wissen jetzt nicht, wie das weitergeht. Was wird jetzt sein? Wie kommt die Zukunft? Jetzt ist das neue Jahr, jetzt ist die Pandemie immer noch nicht aus, immer noch nicht vorbei. Ja, was machen wir jetzt noch? Wohin geht das alles noch? Und was jetzt? Und. Also das sind alles Gedanken, die zermürbend sind und die, wenn man da zu sehr daran denkt, wenn man zu sehr daran darin sich verliert, ist ja das Schwierige dann, dass man da dann nicht mehr herauskommt. Man dann depressiv wird. Also das ist ja das Letzte, was man dann braucht. Also wenn dann irgendwann die Pandemie dann doch vorbei ist, braucht ja jeder diese Kraft, diese Stärke, um dann wieder zu pushen, um dann die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aber auch dein persönliches Leben wieder anzukurbeln. Und da braucht man dann auch sehr viel Kraft, auch psychologisch eine gute
Balance, dass man danach wieder die Kraft findet, zurück in den Alltag, zurück in dein Leben, denn jetzt so kann es ja nicht weitergehen. Das ist ja durchaus verständlich. Ja, und dadurch ist es auch wichtig, denke ich, sich beschäftigt zu halten. Vielleicht nicht unbedingt mit Verschwörungstheorien, sondern wirklich auch etwas für sich selbst zu machen. Denn viele Menschen leben, und das ist ja irgendwie schade, auch viele Menschen leben in dieser Welt, ohne sich wirklich selber zu kennen, deren eigenen Fähigkeiten entdeckt zu haben. Also da ist ja vieles und vieles noch ausständig. Und jetzt könnte man das doch schon dazu verwenden, um etwas zu erreichen, sich selber zu wachsen und auch von dieser Seite her. Wie gesagt, es ist immer einfacher gesagt als getan, weil man fängt ja meistens immer bei nichts an. Ja, das ist wie einem leeren Blatt, also wie man vor einem leeren Blatt steht. Ja, was soll ich jetzt machen und was nicht? Aber es hilft schon einmal, ein paar Sachen auszuprobieren. Einfach sich einmal die Gedanken schweifen zu lassen und. Also das kann schon einem sehr helfen, sollte einem helfen und wird auch einem helfen. Naja, war ein sehr langes Jahr. Also ich hätte geglaubt, dass diese Sache anders gelaufen wäre. Also ich habe mich, wie das Jahr begonnen hat, hätte ich eigentlich geglaubt, dass die Sache einen ganz anderen Verlauf nehmen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier in Türkei schon bleibe. Also ich habe schon geglaubt, ich wollte die Pandemie nie in Österreich verbringen. Das wollte ich nie, weil das ist immer sehr gefährlich in Österreich. Aber es war schon, ich hätte geglaubt, dass es anders vonstatten geht. Ich hätte mich auch darauf vorbereitet gehabt, dass es anders vonstatten geht. Es hat nicht sollen sein. Vielleicht wird das noch. Also, weiß ich nicht. Ja, weil es ist auch generell, also dass man diesen Sachen ein Ende bringt, dass man dem ein für alle Mal auch Sachen in seinem Leben oder in dem Leben von jedem anderen gibt es ja immer wieder Sachen, wo man sagt, das muss irgendwo ein Ende nehmen, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich habe auch so etwas in meinem Leben erfahren und erfahre es immer noch, wo ich auch sagen würde, so kann es nicht weitergehen. Jetzt brauchen wir eine Entscheidung, jetzt muss das irgendwo hinführen, zu einem besseren Ende führen, zu einem Ende, was auch immer. Und darauf hätte ich mich vorbereitet gehabt, aus dem ist nichts geworden oder noch nicht. Also das dritte Jahr hat jetzt angefangen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und danach sehen, aber einige Sachen können so nicht weitergehen. Das ist schon klar, das ist schon verständlich und das müsste auch für jeden verständlich sein. Ja, wenn Sie, also ich werde weiterschreiben, ich werde weiter meine Gedanken mich zerstreuen, versuchen, und versuchen, Neues zu entwickeln. Also Schreiben, für mich ist Schreiben auch eine Therapie, das ist auch sehr gut, also wenn man die Gedanken freien Lauf lässt und man erfährt auch sich selbst, also was man Fähigkeiten, was man kann, was man erreichen kann, seine Gedanken in Form fassen kann, das ist auch Kunst, nicht etwas, Kunst ist nicht irgendwas Geniales zu bewerkstelligen, sondern auch es in eine annehmbare Form zu gießen, das ist auch sehr wichtig, um etwas zu erreichen. Schwierig, aber auch sehr spannend, doch etwas zu vollbringen, weil das will man ja auch in seinem Leben, will man ja auch etwas erreichen. Es geht ja nicht darum, einfach nur so dahin zu leben. Das machen ja nur Leute, die keinen Plan haben, sondern man will in seinem Leben ja auch etwas erreichen. Und ich denke mir schon, dass das jeder auch so will, dass jeder sich auch vorstellt, dass er so will. Und es geht auch darum.
es geht auch irgendwas aus seine Ziele zu verwirklichen. Und die meisten, gehe ich einmal davon aus, die meisten haben ja nicht das Glück, eine Arbeit oder in einem Job zu sein, wo man sich selbst verwirklichen kann. Das fehlt ja einem. Das ist auch nicht so einfach, denn am Ende geht es darum, Brot zu verdienen. Es geht nicht darum, dass du Freude an deiner Arbeit hast, sondern es geht darum, dass du Brot verdienst, dass du irgendwas, dass du Essen auf den Tisch bringst. Und das hat dann Prämie. Ist wichtiger als wirklich deine Leidenschaft zu verfolgen, sondern deine Leidenschaft verfolgst du eher als Hobby in deiner Privatzeit oder du versuchst dann etwas zu erreichen und dergleichen. Schwierig. Ja, sehr viel. Man muss eben, ja. Es braucht lang, bis man einmal so Selbstvertrauen hat. Weil ich kann mich noch erinnern, wie ich zum Schreiben begonnen habe. Generell habe ich mir immer so gedacht, ja, was wollen denn andere Leute von mir hören? Also, weil wer ich, dieser Junge, ich, dieser Migrantenjunge, dieser Niemand, der beginnt da jetzt so Geschichten zu schreiben. Und wer will die lesen? Also ich habe mir dann immer so gemacht, ja, die wollen sich alle über mich lustig machen oder sonst dergleichen. Also so fängt es dann an, so und so mit Selbstvertrauen. Also man braucht auch Selbstvertrauen. Aber am Anfang so hat es eben bei mir angefangen. Also habe ich mir gedacht, ja, was wollen die Leute von mir alles wissen? Oder ich kann sicher nicht gute Geschichten erzählen. Ich kann sicher nicht irgendwas etwas Besonderes, Geniales bewerkstelligen und die lesen es dann alles nicht und das ist alles nur Blödsinn, das ist alles nur Unsinn und das hat natürlich sehr Zeit gekostet und auch dieses Selbstvertrauen zu finden und zusätzlich auch, muss man auch sagen, dass als Migrant in Österreich ist es ja auch kein Zuckerschlecken, sondern ganz im Gegenteil, du bist da von jedem Österreicher angegriffen. Also wenn man als Migrant irgendwas erreichen will, dann sind immer mehr Augen auf einen gerichtet. Jeder sieht sofort Fehler, jeder sieht sofort das Negative. Das ist der gleiche, der immer auf und ab fährt, immer auf und ab. Wenn ich immer rausgehe, dann ist niemand auf der Straße. Wenn ich im Haus bin, kommt jeder immer auf und ab, fahren die Autos immer auf und ab. Ja, bescheuerte Leute, das sind wirklich dumme Leute. Aber wie dem auch sei, also Selbstvertrauen, das war auch sehr schwierig, also in Österreich als Migrant etwas zu erreichen, gegen den Hass, gegen den Dinge der anderen. Und das Traurige war ja immer, dass es die Linken waren, die ein Hemmschuh waren. Es waren die Linken, die immer einen niedergemacht haben und dergleichen. Also es ist Entwicklung als Migrant in Österreich ist immer gegen die Linken, ist immer gegen die Leute, die eigentlich herkommen und sagen, dass sie dir helfen wollen. Die wollen eigentlich dich nur ausnutzen oder die wollen, dass du nichts anderes bist als von denen abhängig, dass du der sowas wie ein Lakai für die bist und die dich dann ausnutzen können oder so, die sich dann dass du dann in deinen Schatten stehst. Das war, glaube ich, sehr schwierig. Das war wirklich schwierig, aus dieser Spirale auszubrechen und sich nicht immer so niedermachen zu lassen von österreichischen Linken, die ja doch sehr, meiner Meinung nach, doch sehr rassistisch sind. Ich weiß schon, in Österreich sieht man solche Sachen alles anders. Aber wie dem auch sei, also jedes Mal, wenn ich auf Deutsch spreche oder hier auf Deutsch etwas sage, natürlich ist auch sehr viel Hass dabei, das will ich auch nicht leugnen, es ist wegen meiner Erfahrungen, also das war schwierig, das war nicht einfach, was mir in Wien widerfahren ist,
sowas vergisst man auch nicht. Und es ist auch immer wieder ein Teil meiner Erfahrung. Also das Verhältnis zu Deutsch, zu Österreich ist immer ein Hassliebe. Verhältnis, ich habe das auch immer wieder gesagt, es ist ein schwieriges Verhältnis. Also, niemand mag es, als Mensch zweiter Klasse dargestellt zu werden. Also, es ist schwierig, es ist zermürbend. Wie dem auch sei, es wird sich auch nicht ändern. Und jedes Mal, wenn ich auf Deutsch rede oder jedes Mal, wenn ich sage, jetzt haue ich auf den Tisch, jetzt spreche ich auf Deutsch, jetzt sage ich einmal, was für einen widerwärtigen Menschen diese Leute sind. Also jedes Mal denke ich mal so, jetzt kommt eine Hass-Tirade, jetzt haue ich auf den Tisch, jetzt kommt eine Hass-Tirade, jetzt sage ich, was mir jetzt schon die ganze Zeit. Aber wir müssen immer, ja, jetzt sage ich, was mir jetzt die ganze Zeit schon auf die Nerven gegangen hat, das war eine Schweinerei. Jedes Mal, wenn ich so anfange, irgendetwas auf Deutsch zu sagen, dann denke ich mir so, jetzt sage ich es, jetzt du wird es eine Schimpftirade und dergleichen. Aber am Ende versuche ich mich dann doch immer zu besinnen und zu sagen, ja, wir sind doch. Oder zumindest in einer vernünftigen Art und Weise zu sprechen. Aber es ist vieles passiert. Das kann man ja auch nicht leugnen. Also, dass es viele widerwärtige Sachen sind geschehen in Österreich gemacht bei Linken. Und das hat natürlich auch sehr dazu geführt, dass man gewisse Sachen so nimmt. So, das war jetzt, wie dem auch sei, also wir werden uns noch sprechen, jetzt im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle gut Silvester überstanden habt. Es war ja, Feuerwerk war ja nichts hier in Türkei, waren nur einige, zwei, drei Feuerwerke, da war sowieso nichts. Also. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Das war Adem Kirbas von hier, von Ordu aus der Türkei. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und Gesundheit. Tschüss.